Stellen Sie sich vor, Sie verlieben sich unsterblich in den Neuling des Dorfes. Leider haben Ihre Eltern hohe Schulden bei einem der Dorfbewohner. Die Lösung für dieses Problem, Sie sollen dessen Sohn, den Außenseiter des Ortes, heiraten. Die verkaufte Braut, die weltberühmte komische Oper von Bedřich Smetana, erhält nun Einzug in das Theater Pforzheim. In diesem Stück geht es um die verkaufte Braut. Die Braut wird zweimal verkauft, einmal von ihrem Vater und dann von ihrem Liebhaber. Wir haben ein Liebespaar, Hans und Marie. Wir haben einen jungen Mann, Wenzel. Dieser junge Mann, Wenzel, soll Marie heiraten. Es wird ein Heiratsvermittler eingeschaltet. Das Ganze funktioniert Gott sei Dank nicht und am Ende sind Hans und Marie zusammen. Die verkaufte Braut, eine Geschichte über das Erwachsenwerden und die Entdeckung seiner eigenen Identität. Die Aktualität des Stückes liegt meiner Meinung nach darin, wie man umgeht mit Spiel und Schein. Also, was sind wir wirklich, was geben wir vor zu sein? Emotionale Höhen und Tiefen des Stückes werden durch eine Vielzahl von verschiedenen Melodien unterstrichen. Die Musik ist unglaublich farbig. Man hört folkloristische Tänze, man hört die Polka, man hört heitere Arien, man hört melancholische Arien. Es hat im Grunde alles, das Stück. Lebenslust und Melancholie, die Geschichte über eine typische Dorfgemeinschaft mit all ihren Abgründen und Eigenheiten, ist ab dem 16. November am Theater Pforzheim zu sehen.